Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einer Legung, in der wir einfach mal schauen möchten, ja, was denn bei dem Gegenüber so los ist. Die Legung könnte jetzt für die wichtig werden, die ganz speziell keinen Kontakt zum Gegenüber, zum Herzmenschen haben. Und wir können ja mal schauen, was gerade bei ihm oder ihr los ist. Ihr münzt euch das um. Es ist eine allgemeine Legung auch, das heißt, die Karten müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal, wie geht's denn vor allem auch deinem Gegenüber ohne dich? Das sind ja schon mal die 6 der Münzen gefallen. Was denkt dein Gegenüber? Was fühlt dein Gegenüber? Ne? Und welche Energie handelt es sich hier? Da geht jemand mit sich selbst so ein bisschen ins Gericht, habe ich das Gefühl. Mit den 6 der Münzen und dem Ritter der Schwerter ist man hier sehr selbstkritisch. Man überprüft die Verbindung oder die Situation zu dir, inwiefern das Ganze denn hier wirklich ausgewogen ist. Mond in Stierenergie, da geht es auch um den Wert. Ich glaube, dass dein Gegenüber oder du, ne? Jemand hat sich hier nicht gewertschätzt gefühlt. Also auf der einen Seite glaube ich, dass du der oder diejenige bist, die sich hier nicht gewertschätzt gefühlt hat. Und dein Gegenüber auf der anderen Seite geht in die Selbstkritik, weil man merkt, dass hier irgendetwas nicht ausgewogen war. Ne? Das Geben und Nehmen, egal jetzt in welchem Bereich, ob es finanziell war oder im Bereich von Hilfe, Support, im Bereich von Wertschätzung, von Kommunikation. Also hier ist irgendetwas definitiv nicht ganz im Gleichgewicht gewesen, beziehungsweise war das ja auch ein großes Thema, wo es dann vielleicht mit dem Ritter der Schwerter auch zu Konfliktsituationen gekommen ist. Und irgendjemand hat jetzt halt gesagt, okay, es reicht, ne? Wir schauen mal weiter. Da haben wir hier die 7 der Münzen. Geduld, Geduld, Geduld und die Temperance, die Mäßigkeit, die Geduld oder die, das ist auch wieder interessant. Wir haben jetzt zweimal Stierenergie, ihr Lieben. Ne? Stier ist Thema Wertschätzung. Es kann sich aber, wie gesagt, auch um das Thema Finanzen handeln, Selbstwert. Und wir haben hier eine Mond in Stierenergie und eine Saturn in Stierenergie. Also hier geht es ganz klar und auch hier wieder mit der Temperance um ein ausgewogenes Prinzip. Hier war etwas nicht ausgewogen. Irgendjemand hat hier lange Geduld gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass du das als Zuschauer, Zuschauerin bist. Du hast hier lange Geduld gehabt und du hast versucht, Dinge immer in ein ausgewogenes Prinzip zu bringen. Aber dein Gegenüber war ja relativ kühl, hat nicht so viel gegeben wie du. Und jetzt steht hier tatsächlich eine Heilung an. Aber in erster Linie glaube ich tatsächlich, dass hier auch deinem Gegenüber bewusst wird, was denn da wirklich schiefgelaufen ist. Und wie gesagt, wir legen ja jetzt ganz speziell auf die Energien, wo jetzt hier kein Kontakt besteht. Und ich glaube, da tut sich gerade ganz viel bei deinem Gegenüber. Und man geht hier wirklich ins Gericht. Auf der einen Seite, ja, wie gesagt, geht man in diese absolute Selbstkritik. Man reflektiert sich selbst. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist man aber auch richtig sauer auf sich selbst. Man ist wütend, man ist sauer. Man denkt sich auch hier, warum bin ich denn hier nicht in die Puschen gekommen? Warum habe ich das denn nicht eher gesehen? Und da kann es aber sein, wenn du natürlich immer derjenige warst, der hier immer extrem gegeben hat und den anderen also auch immer zu lange Verständnis dafür hatte. Ne? So kommt das fast für mich rüber, dass ja ganz viel Verständnis ganz lange da war. Da musste dein Gegenüber sich ja auch nicht ändern. Ne? Und jetzt hast du hier wahrscheinlich wirklich irgendwie einen Cut gemacht, Reißleine gezogen, du bist aus einer Situation und Verbindung rausgegangen. Und jetzt arbeitet es hier ganz massiv bei deinem Gegenüber. Und ich glaube, man ist ja auch wirklich sauer auf sich selbst, ne? Weil eigentlich hat das Ganze ja auch wirklich Potenzial. Wir schauen mal weiter, was denn hier noch wichtig wird. So, da zeigt sich hier der König der Kelche und die 6 der Stäbe. Na, vielleicht geht es hier auch um einen Fische, Krebs, Skorpionmenschen oder man war ganz speziell geizig im Bereich der Emotionen. Und die unerlöste Seite vom König der Kelche ist auch, dass ein König der Kelche oftmals in der unerlösten Form einfach nicht greifbar ist. Weder emotional noch kommunikativ. Man kriegt diesen Menschen nicht zu greifen. Oder es ist jemand, der hier in der unerlösten Form sehr auch mit den Emotionen gegeizt hat. Und jetzt kann es hier gut möglich sein, dass man
Interessanterweise auch, das will ich kurz vorher noch sagen, weil auch die sechs Stäbe haben zwei Bedeutungen. Ne? Es kann sein, dass dieser Mensch, um den es hier geht, ich dachte, er ist der König. Auf der einen Seite hat er nichts gegeben, absolut egoistisch. Und dann hat er sich, weil wie gesagt, sechs der Stäbe in der unerlösten Form ist auch Hochmut kommt vorm Fall. Ne? Ich bin hier der Beste, Schönste, Klügste, Tollste. Und du hast das wahrscheinlich eine ganze Zeit lang oder hast ihm auch wahrscheinlich eine ganze Zeit lang dieses Gefühl gegeben. Und jetzt hast du ihm das entzogen. Und jetzt kann es sein, Hochmut kommt vorm Fall, kommt vorm Fall, dass dein Gegenüber hier tatsächlich mal so richtig emotional auf die Schnute fällt und ganz klar merkt, oh, da haut ja aber mal was ganz und gar nicht hin. Ne? Das passt auch hier zu den Wertschätzungsenergien, zu den Münzkarten. Nee, die sind drinnen geblieben. Wir schauen mal weiter. Ja, der Page, nee, die Königin der Schwerter, genau. Hier haben wir den König der Kelche, die Königin der Schwerter. Und das ist eine Königin, das sieht man auch hier sehr, sehr schön auf dem Bild. Die hat ihr Schwert in der Hand. Und ich habe das Gefühl, das bist du. Du warst vielleicht nicht immer die Königin der Schwerter, ne? Aber mittlerweile, aktuell bist du es. Du bist klar, du bist analytisch, du bist in deiner absoluten Kraft, du weißt um dein Wissen und du bist jetzt auch bereit, das Schwert zu ziehen, ne? Also du lässt dir ja auch nicht mehr ein X für ein U vormachen, du lässt dich ja auch nicht mehr unbedingt so ein bisschen manipulieren oder beeinflussen. Das ist nicht mehr. Du erwartest von deinem Gegenüber klare Linien. Punkt, ne? Und da gehst du auch keine faulen Kompromisse mehr ein. So, und hier, genau, und hier haben wir nämlich die sieben der Stäbe. Na, es war immer so diese Mars in Löwe-Energie. Ne? Entweder du, ne, oder dein Gegenüber, das war immer, du musstest dich immer behaupten, immer durchsetzen. Du hattest das Gefühl, egal was du tust, es geht eigentlich hier ins Leere. Und du hast aber mit den sieben der Stäben auch immer das Gefühl gehabt, du warst auch so hin und her gerissen. Ne? Du wolltest kämpfen, weil du eigentlich das Gefühl hattest, dafür oder für diesen Menschen lohnt es sich ja irgendwie zu kämpfen, aber du hast nichts zurückbekommen. Du musstest dich vielleicht auch noch gegen andere behaupten, gegen Familie, gegen Freunde, ja, gegen seine Verhaltensweisen, wie auch immer. Ne? Und jetzt drehst du dem Ganzen hier den Rücken zu. Du willst erobert werden und du machst ja auch keine, wie gesagt, keine faulen Kompromisse mehr. Du hast auch keine Geduld mehr, weil die hattest du lange genug. Guck mal, an der Unterseite haben wir nämlich hier die Kraft, das ist die Löwe-Energie. Na, vielleicht bist du auch selber sehr an der Löwe-Kraft. Wir haben hier Mars in Löwe, wir haben hier die Löwe-Energie. Und der Löwe möchte auch auf seinem Thron sitzen, sage ich jetzt mal, möchte erobert werden, ist immerhin der König der Tierwelt. Und du hast dir einfach massig gegeben und wahrscheinlich nie was zurückbekommen. Und das reicht dir. Es reicht dir. Du weißt um deine Leidenschaft, du weißt um deine Kraft, um deine Unabhängigkeit. Ne? Und jetzt möchtest du ja einfach auch ganz klar, dass man dir das eben auch zurückgibt. Und ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber das auch genau weiß. Ne? Dein Gegenüber fällt ja gerade so ein bisschen von seinem Thron. Dein Gegenüber, ja, wie soll ich sagen? Ist wie gesagt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Oder es ist tatsächlich so, dass dein Gegenüber jetzt auch damit liebäugelt, tatsächlich aktiv in deine Richtung zu werden. Na, wir schauen jetzt mal mit dem Tarot, was kommt danach? Was sind die nächsten Schritte von deinem Gegenüber in deine Richtung sind? Was sind die nächsten Schritte? Guck mal, da haben wir wieder die sieben der Münzen, aber aus dem Tarot, was kommt danach? Man möchte eine Ernte einfahren. Man möchte etwas, was man sich vielleicht in der Vergangenheit schon aufgebaut hat, ne? Egal wie das jetzt war, aber ihr kennt euch, dass man jetzt daran auch weiter arbeitet. Und es kann sein, dass der König der Kelche jetzt auch hier den Mut zusammennimmt und mit kleinen Schritten auf dich zukommt, weil man jetzt zum Beispiel auch die Zukunftsperspektive und das Potenzial erkennt, ne? Hier haben wir die Königin der Münzen, das ist auch Thema Selbstfürsorge. Und das ist interessant. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber erkennt jetzt endlich deinen Wert. Nicht nur den Wert, den diese Verbindung hat, sondern deinen Wert als Mensch. Warum? Weil du ihn auch selber kennst. Ne? Wir haben hier die Königin der Schwerter-Energie.
Du gehst klar deinen Weg, du bist bereit, dein Schwert zu ziehen, du bist nicht mehr hier absolut emotional in der Kommunikation, du kannst auch richtig knallhart jetzt sein. Ja, du nimmst auch kein Blatt mehr vom Mund und die Königin der Münzen weiß, was sie wert ist. Und man erkennt jetzt auch deinen Wert, ne? Man möchte hier wirklich, ja, daran arbeiten. Ja, der chaotische Neubeginn. Man hat aber Angst, auch zu fallen, man hat Angst, von dir eine Abfuhr zu kriegen. So, okay, die nehmen wir jetzt noch. Da haben wir hier das, ja, da muss ich jetzt wieder Platz machen, ihr Lieben, wie immer. So, das Ass der Stäbe. Guckt mal, wieder die Temperance. Wieder, genau wie hier oben. Der Hierophant. Hier die fünf der Kelche. Und an der Unterseite verstecken sich jetzt hier, bin ich mal ganz doll gespannt, gibt es ja nicht, die Königin der Stäbe. Tja, ich würde sagen, du bist hier fast komplett die Herrscherin. Jetzt fehlt nur noch die Königin der Kelche, ne? Weil die Herrscherin verkörpert ja alle Anteile oder alle Königinnen in sich. Jetzt haben wir hier drei Königinnen. Ja, also man erkennt ja ganz klar deinen Wert. Man möchte etwas ins ausgewogene Prinzip bringen. Man erkennt jetzt, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist. Vielleicht hat dein Gegenüber sich auch so verhalten, weil man Angst hatte oder eben eigene Erfahrungen hatte, die einen unbewusst dazu geprägt haben oder gebracht haben, sich teilweise so, naja, nicht so zu verhalten, dass es ausgewogen ist. Und man hat jetzt aber erkannt, dass man das mit dir nicht machen kann. Du bist anders. Du bist anders. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass dein Gegenüber eben so agiert hat, weil die Erfahrungen aus der Vergangenheit für ihn oder sie selbst nicht immer so toll waren. Und man das jetzt einfach, ich meine, das ist keine Entschuldigung, ne? Aber egal, was jetzt hier, wie eure Situation ist, es ist auf jeden Fall kein ausgewogenes Prinzip da. Und das wird jetzt hier versucht, ins Gleichgewicht zu bringen. Wir haben zweimal die Mäßigkeit, ne? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Mit den fünf der Kelche aus dem Tarot, was kommt danach? Weiß man jetzt, dass man an etwas Altem nicht mehr festhalten kann, ne? Und man sich jetzt wirklich auf die Zukunft fokussieren sollte und auch schauen sollte, was konnte ich denn aber im positiven Sinne aus dem Vergangenen lernen? Das gilt für dich, aber auch für dein Gegenüber. Ne? Wenn man einen neuen Menschen kennenlernt, bin ich immer der Meinung, dass dieser Mensch absolut das Recht verdient, wirklich unvoreingenommen betrachtet zu werden und behandelt zu werden. Und das ist hier bei euch nicht passiert. Ihr oder er, also dein Gegenüber oder du, wie gesagt, geschlechterneutral, ihr münzt euch das um, irgendjemand hat hier zu sehr die Erfahrung der Vergangenheit mit reingebracht. Klar, wir haben alle unsere Erfahrungen, aber hier ist es extrem in dieser Verbindung. Also hier ist man irgendwie nicht weitergekommen. Hier, man musste sich behaupten, durchsetzen für Dinge, für die man eigentlich gar nichts kann. Und das hast du auch eine ganze Weile gemacht. Du hast hier Geduld gehabt, aber irgendwann hat es dir gereicht, weil du bist auch hier nicht mehr an diesen König der Kelche rangekommen. Der war nicht mehr greifbar für dich. Und da hast du gesagt, okay, mein Guter, dann lassen wir das jetzt, dann drehe ich mich um und gehe. Und jetzt erkennt man deinen Wert. Und man erkennt auch, wie gesagt, den Wert dieser Verbindung, weil das ist hier schon eine sehr, sehr starke Verbindung, die ihr habt. Ne? Wir schauen jetzt hier nochmal mit den Liebesorakel Botschaften von Herzen, welche Energie hier wichtig wird für euch. Ne? Welche Energie wird hier für eure Verbindung wichtig? So, da haben wir hier schon mal. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ach, hier liegt ja noch eine Seele, habe ich gar nicht gesehen. Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ne? Auch hier geht es wieder um das Thema Balance. Und an der Unterseite bleib dir selbst treu, die Königin der Münzen, Königin der Schwerter, Königin der Stäbe. Ne? Aber hier, ich habe das Gefühl, du verkörperst alles. Wir haben ja hier alle Elemente, ne? Wie gesagt, Königin der Schwerter, Königin der Münzen, Königin der Stäbe und den König der Kelche.
Aber ich glaube, warum die Königin der Kelche nicht gefallen ist, ist, weil dein Gegenüber jetzt erstmal ins Gefühl kommen darf. Und das wird man. Das wird man. Und hier kommt irgendwie Aktion, hier kommt irgendwie die Chance auf Möglichkeit. Sicherlich kann es gut möglich sein, dass das jetzt hier nicht hochgradig ganz schnell passiert, wobei das Ass der Stäbe schon auch für eine schnelle Energie spricht. Aber man kommt ja auf jeden Fall in deine Richtung. Das Ganze, wenn du jetzt hier in der Reisegruppe bist, ist hier nicht beendet. Also hier geht irgendetwas vorwärts. Ne? Und man möchte aufbauen, man möchte ernten. Ich glaube, es wird einem wirklich bewusst, was haben wir denn hier gelernt? Was habe ich für mich selbst gelernt? Was habe ich durch die Konstellation zu dir gelernt? Und wo möchte ich mal noch hin? Und du bist hier mal ganz locker flockig in deinem Wert, weil ich habe so den Eindruck, du bist hier gut geheilt. Ne? Also du bist gar nicht so diejenige oder derjenige, der hier großartig das Alte mit reinbringt, weil du wolltest den Neubeginn. Aber dein Gegenüber hat hier halt zu viel seine eigene oder ihre eigene Vergangenheit mit reingebracht. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass hier auf jeden Fall Aktion in deine Richtung kommt mit dem Ast der Stäbe, dass man hier sehr wertvoll, sehr liebevoll auf dich zukommt, dass man hier eine Erkenntnis bekommt. Und dass man das aufbauen möchte. Na, ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.